Herzlich willkommen, liebe Deutschlandkurier-Zuschauer. Ich darf heute Benedikt Kaiser begrüßen. Herzlich willkommen, Benedikt. Du bist Politikwissenschaftler, Autor und Publizist. Du hast ein Zitat veröffentlicht, das lautet, das A und O ist immer die kommunale Verankerung. Metapolitik heißt nicht nur Bücher lesen und Theoriearbeit, sondern auch Graswurzelstrategie und lokale sowie regionale Verwurzelung. Langes Zitat. Langes Zitat, auf jeden Fall. Warum ist in deinen Augen die Basisarbeit bzw. die Basisbewegung so wichtig und welche Rolle spielt für dich die politische Vorfeldorganisation? Also ich glaube, dass die Wahrheit auf dem Platz, wenn man den Fußballspruch bringen möchte, eben die Kommunen sind. Wenn eine Partei, wenn eine patriotische Bewegung nachhaltigen Erfolg haben möchte, muss das von unten nach oben organisch wachsen. Das heißt also, es bringt nichts, irgendwie kluge Ideen zu haben, aber nicht verankert zu sein dort, wo die Sorgen wirklich real sind. Also ein Beispiel ist, dass eben viele Jahre hinweg die patriotische Szenerie vor der AfD eine verkopfte Szenerie war. Es gab Debattierzirkel, aber es gab nicht so richtig die wirkliche Anbindung ans, in Anführungszeichen, einfache Volk. Und gerade das sollte eigentlich eine patriotische Bewegung ausmachen. Mhm. Nah an den Sorgen zu sein, nah an den Menschen zu sein, nah an den Interessen der Leute zu sein, für die man letztendlich Politik macht. Und deswegen glaube ich, dass die kommunale Strategie, also von unten nach oben zu wachsen, von unten nach oben groß zu werden, das ist, was Nachhaltigkeit schafft. Also nicht Nachhaltigkeit hier im linken, grünen Propagandasinne, sondern nachhaltig, was wirklich überdauert. Also Strukturen geschaffen werden, die bleiben. Und wir wollen ja bleiben, also wir sind ja gekommen, um zu bleiben. Ja. Und deswegen muss das so kommen. Eine Fraktion im Europaparlament zum Beispiel kann mal zerfallen. Aber wenn man regional verankert ist, wenn man bekannt ist in der Kommune mit seinen Mandatsträgern, mit seinen Mitarbeitern etc., das bleibt, ja. Auch wenn man vielleicht mal eine Niederlage hat in der Wahl oder sowas. Ja, klingt auf jeden Fall nachvollziehbar. Eines deiner Werke führt den Titel Solidarischer Patriotismus, die soziale Frage von rechts. Was müssen, dürfen wir uns unter solidarischem Patriotismus vorstellen? Also in aller Kürze, ich halte das für die naheliegende patriotische Ausrichtung, nämlich Verantwortung zu haben, nicht nur für sich selbst, sondern für ein großes Wir. Und das ist eben verloren gegangen in den letzten Jahren und Jahrzehnten, also dieser Wir-Gedanke. Jeder schaut auf sich, jeder schaut, dass er vorankommt, dass er strampeln muss, ist klar. Und es hat auch eine gewisse Berechtigung. Natürlich muss jeder in seinem Leben für sich das Beste draus machen. Aber wir sind eben nicht alleine auf der Welt, sondern wir sind eben in einer Familie, wir gehören einer bestimmten Landsmannschaft vielleicht an, also wir sind Sachse, wir sind Hamburger, was auch immer. Und dann sind wir eben aber auch Deutsche. Und das heißt also, der Patriotismus sollte sich verantwortungsvoll positionieren, also gemeinwohlorientiert letztlich. Wir sind nicht allein auf der Welt, sondern wir haben Mitmenschen. Und das ist ja auch im Endeffekt das Prinzip seit Bismarck in einer gewissen sozialkonservativen Tradition, eben zu sagen, es gibt in einer Gemeinschaft immer Starke und Schwache. Und der da stark ist, hilft dem Schwachen zur Selbsthilfe, dass er selber wieder vielleicht mal stärker wird. Talente sind unterschiedlich verteilt, etc. Also von daher gibt es eben unterschiedliche Menschen, jeder ist anders. Aber alle sind eben Teil eines großen Wirs. Und für dieses Wir einzustehen, halte ich im Endeffekt für eine sehr naheliegende Idee. Und alles Weitere ist dann sozusagen in diesem Buch, das diesen Titel Solidarischer Patriotismus trägt, ist es dann eingewoben. Aber das ist so die Basis von allem. Die Ausgangsbasis. Ja, aber ich würde gerne nochmal auf deine Standpunkte in diesem Buch eingehen. Zur sozialen Frage von rechts klärst du entscheidende Aspekte für die kommenden Jahre auf. Also wem gehört unsere Solidarität? Ist die Last gerecht verteilt? Und wo steht die AfD in dieser Frage? Ja. Könntest du darauf nochmal ganz kurz eingehen? Na klar. Prinzipiell ist es ja so, dass in der AfD verschiedene Zugänge zur sozialen Frage existieren. Die einen sind eher marktorientierter, andere eher staatsorientierter. Viele sehen auch den Sozialstaat mittlerweile per se kritisch. Und ich will davor ein bisschen warnen, weil ich glaube, dass der Sozialstaat an sich nicht das Problem ist, sondern die Politiker verursachten Probleme sind das, womit wir zu kämpfen haben. Also beispielsweise jetzt aktuell das Bürgergeld, die Bürgergeldfrage. Da gibt es dann eben einzelne Standpunkte, die sagen, ja, man muss es komplett abschaffen, weil es eben primär Migranten begünstigt. Da trifft man natürlich aber auch die eigenen Leute. Und das ist eben eine ganz schwierige Frage, die eben in der Debatte kommuniziert werden muss. Und das betrifft auch die von dir gestellte Frage, wem gehört unsere Solidarität oder wer gehört zum Wir? Und das ist eine politische Frage. Mhm. Ich würde sagen, es gibt nicht nur in Deutschland, sondern in anderen Ländern auch eine sogenannte landsmännische Parteilichkeit. Also, dass man eher den Leuten vertraut und mit den Leuten gemeinsam einen Staat bilden will, die demselben Volk zum Beispiel angehören oder demselben Kulturkreis angehören. Mhm. Das sind auch im Regelfall ja die Menschen im Durchschnitt, die einzahlen. Und das Grundprinzip des Sozialstaats ist Leistung, Vorleistung. Jemand zahlt ein, dann ist er in Not oder arbeitslos geworden oder krank geworden und er bekommt wieder etwas zurück von der Gemeinschaft, vom Sozialstaat.
Und das wird gerade ausgehebelt durch die Umverteilung letztendlich der Gelder auch ins Ausland oder an nicht-europäische Migranten etc., die stark auch im Bürgergeld ja jetzt drin sind. Ja. Und da warne ich eben dann davor, das Kind mit dem Bade auszuschütten. Also nicht der Sozialstaat ist das Problem, sondern das Problem sind Entscheidungen unserer Politiker, die die Institutionen beschädigen. Hm. Und da muss, glaube ich, gerade eine Partei wie die AfD, die so viel zunimmt, auch an Wählergunst, an Wählerstimmen, die hat ja auch eine Verantwortung für diese Wähler. Weil die Wähler sind natürlich vor allem verärgert über die Ampelpolitik. Hm. Aber so eine Wahlabsicht oder eine Wahl, eine Landtagswahl, Bundestagswahl, was auch immer, ist ja auch ein Vertrauensvorschuss. Und da braucht die AfD dann eben auch soziale, tragfähige Konzepte, um klarzumachen, wie bei dem Programmparteitag der AfD in Kalka, wir stehen für einen Sozialstaat, aber er muss eben um die Probleme beseitigt werden, die uns eingebrockt worden sind von den Altparteien, vor allem natürlich von der Großen Koalition, aber jetzt natürlich auch von der Ampel. Ja, ja, ja. Dann würde ich abschließend gerne noch auf das Thema Migration eingehen. Ja. Unsere aktuelle Migrationspolitik ist ja desaströs. Wenn diese Politik sich in der Art fortsetzt, wo siehst du Deutschland in den nächsten 10 Jahren? Oh. Ja, mit Prognosen ist es ja in dieser schnelllebigen Zeit ein bisschen schwierig. Mhm. Also wer hätte aber vor 2 Jahren gedacht, dass die AfD jetzt bundesweit bei über 20% steht? Also auf der Ebene, aber auch bei der Migrationsfrage ist es schwierig. Ich glaube, dass gerade zum Beispiel im Feld der sozialen Frage, dass wir hier langsam Grenzen erreichen. Also ein Sozialstaat funktioniert ja nur, wenn dieses Wir, das ich vorhin angesprochen habe, definiert ist. Wer gehört dazu zu diesem Club? Wer kommt in den Genuss dieser Hilfsmittel und wer nicht? Ja. Und diese Frage ist mittlerweile, oder die Beantwortung dieser Frage ist mittlerweile entglitten, weil einfach Fässer geöffnet werden und verteilt werden, die Güter darin, an Leute, die eigentlich nie vorher eingezahlt haben. Und das sind eben oftmals Migranten. Und dieses Problem wird sich zuspitzen, weil die jetzige Form des Bürgergelds eben anzieht. Das zieht eben Migranten auch an, in unser Land zu kommen, um dann eben statt Sachleistungen konkret Geldleistungen zu bekommen. Mhm. Und deswegen glaube ich, dass in diesem sozialen Bereich wird sich das massiv zuspitzen. Man kann Gelder nur einmal verteilen, irgendwann sind sie nicht mehr da. Und übergeordnet, abseits der sozialen Frage, ja, wird es natürlich für weitere Verwerfungen sorgen. Wir sehen das jetzt nicht nur bei diesen Demonstrationen von Islamisten, sondern allgemein, alles wird unsicherer. Die Straßen werden unsicherer. Das sind ja keine populistischen Parolen, sondern das ist ja Fakt. Das können die Menschen selbst in der letzten Provinz mittlerweile erleben, dass ihre Städte oder ihre Kleinstädte, ihre Kommunen unsicherer werden. Und wenn es aber unsicherer wird, dann sinkt auch das Vertrauen. Die Menschen igeln sich vielleicht mehr ein, die Menschen werden frustriert. Und diese Politik der weiterhin anhaltenden Migration plus Familiennachzug und Ähnliches, das wird dafür sorgen, dass wir nicht nur die soziale Sicherheit verlieren, sondern auch die innere Sicherheit. Hm. Und ich glaube, die AfD ist gut beraten, wenn sie beide Pole nicht aus den Augen verliert. Also innere Sicherheit, Recht und Ordnung, Migrationskritik, Migrationsskepsis, aber eben auch auf der anderen Seite die ganzen Fragen sozialer Natur, soziale Sicherheit. Also kann ich als Familie noch ein Haus mehr leisten? Hm. Kann ich meine Kinder absichern, die Zukunft absichern? Wie ist die Mietpreise in Großstädten? Das sind alles Fragen, die man nicht unterschätzen darf und die sind aber auch oft eben mit der Migration verbunden. Ja. Und deswegen glaube ich, ist die für die nächsten 10 Jahre zumindest im AfD-Sinn in Bezug auf Migration Kurs halten und konstruktiv weiter kritisch zu diesem ganzen Komplex agieren, weil die Pole soziale und innere Sicherheit, die sind so wichtig für alle Bürger. Das sind keine Nischenthemen. Hm. Klima interessiert bestimmte Gruppen. Ja. Aber auch andere Fragen interessieren bestimmte Gruppen. Aber diese Fragen, soziale und innere Sicherheit, das betrifft einfach jeden. Hm. Jeden, der hier wohnt, jeden, der hier lebt. Und das wird natürlich sich alles zuspitzen durch die Ampelverwerfungen. Ja, super. Ich bedanke mich ganz, ganz herzlich für dieses interessante und andere Gespräch mal. Bedanke mich bei den Deutschlandkurier-Zuschauern und sage bis zum nächsten Mal.